Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Six, all in the mix und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn ich mich jetzt ans Tisch setze, darf ich die Maske wieder ausziehen. Aber wenn ich jetzt hier unterwegs bin, muss ich die Maske anhaben. Heute checken wir ein original, 1000% original, authentisches italienisches Restaurant. Und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal mit. Wir sind hier am Bergmann-Kiez, Berlin-Kreuzberg, mittendrin statt nur dabei. Ja, ich versuche das Ganze so kurz zu halten, wie es nur geht. Und wir probieren heute das Essen für euch aus. Komm, wir lernen gleich mal den Chef kennen. Wenn er uns das Essen bringt, unterhält er sich noch natürlich mal kurz mit uns und sagt natürlich zu der Sache, woher sie kommen, was sie machen. Und übrigens ist der Chef ein echter Italiener. Viel Spaß mit dem Video, erstmal einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und los geht's. Das ist hier die Küche, Freunde. Das ist hier die Küche. Auch aus reinem Zufall habe ich hier den Laden gefunden und es ist der Hammer. Er soll der echte Italiener sein, sogar die Italiener kommen hierher. Vom Italiener für Italiener. Also ist jetzt kein Araber um die Ecke hier, der sich für einen Italiener hält. Okay. Wir schauen uns ein bisschen um. Also Bier ist ganz klar, aber er hat auch echte italienische Weine, wie ihr seht. Zeig euch mal so ein bisschen Dessert. Und ihr hört es auch, Italiener kommen hierher. Echtes, original, italienisches Dessert. Echtes italienisches Wein, Freunde. Wow. Die Getränke ist ja klar, ne? Der Chef ist Italiener. Wunderschönes Ambiente, Freunde. Der Klaviermann, ein echter Chef aus Italien. Jetzt bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das Essen schmeckt. Wir haben schon bestellt und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Die Frau bereitet da schon Sachen zu. Also so ein Wein wäre auch ganz cool, ne? Gucken wir mal, wie ein italienischer Wein ist. Hi, mein Lieber, ich grüße dich. Grüß dich, Tessi. Alles gut? Wie läuft's? Du, es läuft gut. Ja. Wir haben angefangen vor kurzem, wir haben vor circa einem Monat angefangen. Okay. Wir sind, wie du weißt, in einer Markthalle, aber wir haben was Neues hier gemacht in der Markthalle. Wir haben ein richtiges Restaurant aufgebaut. Sehr gut. Und ich habe das so aufgebaut, dass ich mich hier wirklich zu Hause fühle. Ich bin Italiener, ich bin Römer. Und das ist genauso gemacht worden, wie ich mir das gewünscht habe. Mit einer gemütlichen, entspannten Atmosphäre. Wenn ich hierher komme, fühle ich mich zu Hause. Das ist dir auf jeden Fall sehr gut gelungen. Die Lampen. Ja. Das echte italienische Ambiente. Ja. Der Klavierspieler. Der Wein. Den Wein muss ich hinterher vielleicht auch noch mal trotzdem ein bisschen ausprobieren. Ne? Weißt du, dass ich meinen eigenen Wein habe? Nein. Ich wünsche, dass du den nachher kostest. Okay. Ich habe in Sizilien ein Stück Land mit Freunden. Also operativ mache ich natürlich nichts. Aber wir machen so 3.000, 4.000 Flaschen im Jahr. Okay. Und kriege so 300, 400. Und ich zeige dir mal das Etikett, wenn du eine Minute Zeit hast. Freunde, 1000% authentisch. Ist der Hammer. Endlich habe ich meinen Italiener gefunden, der echt ist. Guck mal, das ist die Etikette, die ich selbst entworfen habe. Okay. Ähnelt sie mir? Ach, das bist du dann selber? Ja. Okay, okay. Sehr gut. Und auch unten, wir haben unten die Pizzeria. Da ist auch dieselbe Etikette. Okay. Der Wein heißt Don Michele, weil ich Michele heiße. Okay, okay. Und das ist mein Spruch. So sexy, so tasty, so Italien. Geil, geil, geil. Und das ist ein sehr guter Wein. Sehr gut. Ich bin sehr gespannt darauf. Und der Mann scheint sehr viel Humor zu haben. Ja, also ohne Humor geht im Leben gar nichts. Geil. Man dreht sich um und man sieht, wie viele Probleme es auf der Welt gibt. Da muss man sich wirklich jeden Tag freuen, dass es einem gut geht, in der Familie gut geht. Und deswegen, ich bin ein positiver Mensch. Geil, danke, sehr angenehm, dass ich dich kennenlernen durfte. Das ist super. Dankeschön. Ja. Cool, sehr gut.
Freunde, ihr seht gerade, das Essen wird zubereitet. Wir sind ja genau dabei hier, ja? Mittendrin statt dabei. Ja? Sehr gut. Die Zubereitung. Wow. Freunde, und das Ganze in einem Dreh hier, ne? Ich mache das alles in einem ganzen einzigen Dreh, ja? Nichts wurde abgesprochen mit dem Kollegen. Also ich kenne ihn auch nur gerade seit 5 Minuten. Ja. Ich habe ihn mir bestellt, schön Arrabbiata Penne. Das wird echt super lecker. Mit Beef natürlich. Ne? Die Köchin kann das sehr gut. Übrigens auch, alles Italiener, auch die Küche. Schaut euch mal ganz kurz das Logo an. Speisekarte, so gesehen. Und ja. Ich zeige euch mal ganz kurz die richtige Speisekarte. Original italienisch von. Und ob ihr hierher kommen sollt und ob sich das lohnt, werde ich euch das erklären gleich, nachdem ich das erst noch probiert habe. Ja? Also, super machen die das. So, jetzt kann ich die Maske ausziehen und ja. Der Typ am Klavier kann das sogar. Geiler Typ. Six wieder sehr unoriginell. Mit Cola, aber. Was soll ich machen? Ich bin Coca-Cola abhängig. Vielleicht kriege ich irgendwann mal einen Deal mit Coca-Cola. Freunde, und da kommt auch das Essen. Ich bin sehr gespannt. Oh wow, Meister. Du bist ein Meister. Das ist Arrabbiata Penne. Habe ich selbst machen lassen. Oh, sogar die Teller. Freunde, Achtung auf die Details. Oh, wow. Guten Appetit, mein Lieber. Dankeschön, herzlichen Dank. So, Freunde, der ultimative Test. Wir sind echt gespannt. Machen wir einen Schluck Cola drauf. Ja. Und keine Sorge, wir haben die Kontrolle heute. Ja, der erste Biss und der erste Eindruck zählt immer. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, das echte Italien in Berlin. Alles schön frisch angerichtet. Arrabbiata Penne. Schön saftiges Steakfleisch mit den Penne Nudeln im Arrabbiata Stil, schön scharf, leicht scharf, aber es schmeckt mir wirklich sehr, sehr gut. Oh wow. Antipasto vegetariano. Wow. Mozzarella di bufala. Aus Italien. Sehr, sehr schön. So isst man das bei euch in Italien? Ja. Wird noch gewürzt mit ein bisschen Olivenöl und Salz. Und das wird auch gewürzt. Okay. Also wir haben super. Auch veganische, vegetarianische Speisen für alle Geschmäcker. Okay. Also Freunde, ihr habt es gehört? Das sieht echt super angerichtet aus. Die haben sogar Gerichte für Vegetarier. Und ich muss sagen, boah. Die Nudeln sind super lecker. Das Fleisch ist echt gut gemacht. Wir werden uns nachher auf jeden Fall bei den Köchinnen bedanken. Also, lasst mich ein bisschen aufessen, dann kommen wir schon zum Fazit, Preis-Leistung und Ambiente. An der Stelle noch mal kurz erwähnen, dass die Köchin mir das Ganze nicht zu scharf vorbereitet hat, um mich nicht umzubringen.
Und ich muss ehrlich sagen, Mann, ich kann kaum aufhören zu essen. Es schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ich glaube, ich werde hier auch mal privat herkommen. Also. Das ist die Abteilung Süßigkeiten. Wir haben eine eigene Konditorei und eine eigene Konditorin im Hause. Das heißt, wir machen alles selbst. Auch die meisten Zutaten kommen aus Italien. Die Konditorin kommt aus Sizilien. In Sizilien wird sehr viel Pistazie benutzt. Okay. Wir lassen das aus Italien. Mein Lieber, du überraschst mich immer aufs Neue gerade. Das sind die sogenannten Bomboloni. Davon kann man abhängig machen. Werden. Das ist sehr gefährlich. Sehr, ich komme hier immer so vorbei. Weil sonst würde ich hier bei jedem vorbeikommen eins essen. Die sind mit Creme gefüllt. Okay. Auch von Grazia gemacht. Und das sind so verschiedene Delikatessen. Alles selbst gemacht. Tiramisu da unten, ganz klassisch. Wow, natürlich das klassische Tiramisu, Freunde. Ja. Halbgefrorene Torten mit Schokolade, mit Mango, mit Erdbeeren. Ja. Und wir legen Wert darauf, dass es eben frisch von uns zubereitet ist. Es ist nicht irgendein Cheesecake, den man gekauft, sondern... Ist ja richtig, ja. Sehr gut. Freunde, ich weiß nicht, was ich das sagen soll. Es ist also, Bombolone? Also das kannst das du mir macht empfehlen. Dich süchtig. Das macht dich süchtig. Das heißt, das isst du selber auch? Ja, okay. Das ist ein bisschen warm, ein kleines bisschen, dann wirst du sehen. Das wird, ja, ein kleines bisschen warm, ein Bombolone macht euch süchtig. Pass auf. Ich bin sehr gespannt. Freunde, komm vorbei. Und ja, nervt den Mann. Ja. Kommt vorbei und isst ihm alles leer. Ja, so, ja, ey, also das Essen war wirklich sehr, sehr gut. Ja. Also die Nudeln waren echt sehr, sehr gut. Die Frau hat auf jeden Fall Plan. Sie hat auf jeden Fall Power. Ne? Wir bedanken uns gleich nochmal bei ihr persönlich. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall, meine Liebe. Super Essen. Ja. Ich musste mich bedanken auf jeden Fall. Woher kommst du selber? Aus Italien. Oh. Aus Sizilien. Oh wow, okay. Freunde, nichts wird hier den Zufall überlassen. Ja? Sie ist nicht aus, sie ist aus Italien. Ja? Sie ist keine Deutsche, sie kommt nicht aus Bosnien oder ist auch keine Türkin. Dankeschön. Der Kollege hat mir jetzt das Ding gebracht. Und so sieht das aus, Freunde. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Schaut euch das an. Ist das jetzt, ich weiß nicht, was das für eine Füllung ist, aber wir probieren das jetzt einfach mal aus. Also. Wer schreit hier, oh Mensch. Das sieht sogar aus wie Pudding, ne? Ich glaube, das ist ein Pudding. Wir probieren das mal aus. Sieht aus wie so eine Art Pudding, also Croissant mit einem... mit einer innerlichen Füllung vom Pudding oder so. Achtung! Mmh. Bro! Der Mann weiß, was er macht, ne? Wow! Oh, wow! Das Zeug war echt sehr gut. Der erste Biss. Bro, Meister, die Füllung, der Kuchen. Er lacht natürlich, weil er das kennt. Wow. Freunde, ein Stück Italien in Berlin, an der Bergmannstraße. Unglaublich. Das sollten die Leute probieren. Freunde, ihr müsst das probieren. Das Dessert ist unglaublich. Echtes italienisches Dessert. Bro, was ist hier los? Boah, schaut euch das an, Freunde. Wow. Wow, 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 Freunde. Also ich witter da was ganz, ganz Leckeres, Böses. Und der Meister meinte auch, dass es super abhängig macht. Jetzt weiß ich, warum, was er meinte. Alter. Dabei mag ich keinen weißen Pudding, aber der Pudding hier und mit der Kombination hier mit dem Teig, wow.
Bruder, what's going on? Obwohl das der letzte Biss war, war es super lecker. Das, was ich gerade denke, sagen wir eben gleich. Ne? Der Chef ist auf jeden Fall sehr herzlich und arbeitet sogar selber mit. Ja, verschenkt sein Wein, also schenkt den Leuten selber ein und unterhält sich mit den Leuten. Das heißt, da ist eine Menge Herz dahinter. Das ist nicht einfach nur ein Chef, der hier was eröffnet hat und sich sozusagen irgendwo nach hinten verzieht, sondern nein, der arbeitet sogar hier mit. Ja, und wir müssen jetzt gut mal darauf ansprechen. Das ist ja unglaublich. Chef! Ja, bitte. Mein Lieber, du bist echt der Hammer, ne? Also Hut ab, auf jeden Fall an dich und Respekt. Danke dir. Sag mal, machst du 4-5 Dinger davon ab, wirst du Millionär aus dem Nichts, sag mal. Du, das ist aber für mich nicht die Hauptsache. Ich habe dir meine Geschichte nicht erzählt. Ja. Eigentlich bin ich gar kein Gastronom. Ich bin ein Unternehmer gewesen im Leben. Okay. Ich war in der ganzen Welt unterwegs, habe eine große Firma gehabt. Und als ich 60 wurde, habe ich alles verkauft. Das war eine Firma, die war sehr schwierig, sie an die Kinder zu übergeben. Verstehe. Und dann habe ich mich meinem Hobby gewidmet, der Gastronomie. Und das habe ich... Super ist. Danke, ich freue Weil mich. Du bist ja nicht derjenige, der, ich habe das gerade noch mal erwähnt gehabt, der einfach nur Chef ist und dann wieder rein abhaut nach hinten irgendwo, sondern du sprichst mit den Leuten. Du musst den Leuten das Gefühl geben. Das ist der Hammer. Du schenkst den Leuten auch vom Wein. Ja, ja. Und wow. Das ist ganz wichtig. Du bist nicht nur ein Chef, der irgendwie dann nach hinten geht. Nein. Ich muss präsent sein. Wow. Vor allem jetzt, wenn das Restaurant... Ja, wir sind ja gerade gestartet und du hast gesehen, es ist eigentlich gut besucht. Ja, okay. Wir hatten heute Mittag, wir bieten mittags auch ein Mittagsmenü für 10 Euro an. Okay. Und das war voll hier. Verstehe. Hier ist der Hammer. Sein. Das sieht so aus, als ob du das schon sehr lange machst. Weil du sagst, du bist kein Gastronom. Nein, aber ich bin ein guter Verkäufer. Ach, verstehe. Okay. Und es spielt keine Rolle im Leben, was du verkaufst. Du musst ein gutes Produkt haben und du musst die Leute überzeugen. Die Leute müssen Vertrauen haben. Verstehe. Und so versuche ich den Leuten... Ja, super Ausstrahlung. Super. Ja, weißt du, wir machen auch Fehler. Wir haben auch Fehler gemacht, natürlich, wir alle. Aber die Leute müssen das Gefühl haben, ich kann Michele vertrauen, weil er mir ein gutes Essen gibt, zu guten Preisen. Ich sehe, wie das vorbereitet wird. Sein Wein darf ich trinken, darf ich aber auch ablehnen, wenn er mir nicht schmeckt. Okay. Nee, das super. Ist meine Philosophie mit Essen. Super. Super, Preis-Leistung ist auf jeden Fall eine 10 von 10. Ja. Geschmack ist eine 11 von 10. Ich freue mich. Über 10, ja. Und Ambiente ist natürlich spricht für sich. Ich habe das auch sehr lange gesucht, so den Stil, ne? Weil du weißt ja, wenn du zum Griechen gehst, ja. Dann ist wieder was anderes. Ja, ja, ja. Wenn du zum Italiener gehst, ja. Dann siehst du so einen Typen, der wie ich bist und ja. da dahinter steht. Weißt du, ich meine, nicht böse gemeint. Oder du gehst zum Italiener und plötzlich ist ein Araber. Also, ja. Ist ja nicht böse. Nein, aber es ist eben ist es wichtig, genau. Mir ist es wichtig, dass man eine 1000%ige Authentizität hat. Ja. Das hat man bei dir. Und die Musik spielt auch für mich eine wichtige Rolle. Auf jeden Fall. Das ist Michael. Ne? Danke nochmal an Michael. Hintergrundmusik. Geiler Typ. Ja. Die Leute müssen Musik hören und das Gefühl haben, dass es ihnen gut geht. Und das ist genau die Musik, die Michael macht, ohne dass du aufmerksam zuhörst. So, Freunde, und hier machen sie die Pizza vom Laden. Das heißt, hier macht ihr die Zubereitung von der Pizza und dann bringt ihr die hoch. Ja, genau. Und dann holen wir hoch. Okay. Ich oder eine andere Person. Aber ich mache die Pizza oder der andere der Pizza Jule. Sehr interessant. Sehr, sehr gut. Dankeschön. Gerne. Weiter so. Mach weiter so. Selbst der Pizzakoch, ja, Pizzabäcker, ist Italiener. Krass. Also, Pizzaiolo auf Italienisch. Bitte? Pizzaiolo auf Italienisch. Pizzaiolo. Pizzaiolo. Pizzaiolo, was bedeutet das? Pizzabäcker. Pizzabäcker. Ein Wort. Okay, Pizzaiolo. Okay. Pizzaiolo, auf Italienisch Pizzabäcker. Freunde, super authentisch. Das Ganze ist hier 1000% authentisch. Der Italiener ist real an der Pizzastelle. Ja. Das Ganze hier nochmal von oben. So, jetzt habe ich euch gezeigt, wie der echte Italiener in Berlin aussieht. Wir gehen da wieder hoch. Ihr hört, der Typ spielt immer noch am Klavier und ja, also Ambiente ist unschlagbar, Preis-Leistung ist unschlagbar. Für 7, 8 Euro kriegt ihr richtig leckere Nudeln. Das kriegt ihr bei Vampiano für 10 Euro, 15 Euro, wenn ihr mehr haben wollt. Mit Beef natürlich, das ist unglaublich. Ja. So, ich verabschiede mich jetzt von dem Chef und dann würde ich sagen, ja, war es das auch schon mit dem Video. Chefchen! Tschüss, mein Lieber. Ich bedanke mich bei dir.
Das mich positiv überrascht. Das ist der Hammer. Ich freue mich. Ich komme auf jeden Fall privat nochmal her. Mit meiner Perle. Weißt du? Sehr gerne, sehr gerne. Ruf mich bitte an. Natürlich. Weil natürlich. Manchmal. Ist voll bei dir. Ne? Ich sehe es jetzt schon, am Abend wird immer voller vorne. Ja, es wird immer voller. Das Ganze ist natürlich. Ich wollte mich nur bei dir bedanken nochmal. Tschüss, mein Lieber. Und du machst ich freue mich, klasse. Dass du gekommen bist. Dir, ne? Bitte durch den Haupteingang. Natürlich. Alles klar. Alles klar. Leon ab. Und ja. Tschüss an den Klaviermann. Peace out, Bro. Mach's gut. Ciao, ciao. So. Der Typ am Klavier hat sogar eine alte Erklärung geklärt gerade, oder was? Geiler Typ. So, Freunde, ihr habt's gesehen, wir waren heute hier. Ich würde sagen, das war's auch schon mit dem Video. Heute am Abend ist schon dunkel draußen, ganz klar. Wir waren eine Weile drin. Danke an den Chef, danke an das Essen, an die Leute, an die Köche. Danke für das Essen vor allem. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.